Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich möchte euch heute zeigen, wie ich hier dieses Ostertäschchen gemacht habe. Da sind Jellybeans drin, die sehen ja auch so ein bisschen aus wie Ostereier. Wie ich das gemacht habe, wollte ich euch heute zeigen und wir fangen an mit diesem Grundgerüst. Dafür braucht ihr erstmal ein Wirtschaft. Ein Blatt A4, das teilt ihr wie immer in der Mitte, kennt ihr ja schon. Dann habt ihr zwei Stücke, damit könnt ihr also zwei solcher Taschen machen. Das ist 1 cm zu lang, deswegen schneide ich jetzt 1 cm ab. Und dann müssen wir falzen. Und zwar erst bei 3 cm, das lege ich immer hier rechts an der Seite an, weil das sich da besser anlegen lässt. 3, dann dreht das euch um, dass ihr hier hinten bei der 15,5 seid. Und dann müssen wir den Arm ausklappen. So, 15,5. Das ist ungefähr da. Leider ist das nicht mehr so richtig hier drauf, aber wenn ihr das vor euch habt, seht ihr das. So. Das war schon mal das ganze Falzen und Schneiden. Jetzt müssen wir das erstmal bestempeln. Ich habe so kleine, sieht man das? So kleine Kleckse genommen in Savanne und in Weiß. Die sind hier aus dem Set Gorgeous Crunch. Und zwar nehme ich hier erst diese Pünktchen. Die stempel ich in Savanne. Dann haben wir wieder diesen Ton-in-Ton-Look. Also hier in der Mitte, das wird die Rückseite, die habe ich jetzt nicht bestempelt. Könnt ihr natürlich auch machen, wie ihr das möchtet. Hier oben, das ist das, was man eigentlich dann vorne sieht. Und dann habe ich nochmal hier die kleinen Kleckse genommen und die habe ich in Weiß gemacht. Ich finde, das passt immer toll zu dem savannefarbenen Papier. Also hier wird ja nachher das Loch ausgestanzt, deswegen muss man da jetzt nichts stempeln, das würde man eh nicht sehen. Das ist dann die Lasche später oben und hier dieser Streifen ist auch versteckt, den sieht man später auch nicht. Dann braucht man da auch nicht stempeln. So, heute habe ich irgendwie keinen Platz hier, aber es wird schon klappen. So, als nächstes müssen wir hier dieses Loch, hört sich irgendwie doof an, ausstanzen. Das machen wir mit der Big Shot. Dann schiebe ich mir das Stück hier so rein. Und da habe ich hier die Rahmenkollektion. Und da nehme ich von innen gezählt das zweite. Das müsst ihr euch dann jetzt nicht hier, sieht man das? Ja. Nicht hier oben am Ende anlegen, sondern hier da, wo die Falzlinien sind. Ungefähr in dem Bereich, so ich sag mal von der Falzlinie ungefähr 1 cm weg. Weil dann sieht man es auch nachher schön. So, dann kommt die andere Platte wieder oben drauf. Und dann einmal durchkurbeln. Also das ist jetzt Abfall, obwohl das ja auch schon schön bestempelt ist. Also da kann man mit Sicherheit noch irgendwas Nettes mitmachen. Dann können die wieder weg. Dann habt ihr hier das Loch und dann können wir jetzt erstmal die Falzlinie nachziehen. Sieht das Ganze nachher so aus und da kommen dann die Eier rein. Die habe ich einfach festgeklebt mit Glue Dots.
weil ich die mir in so eine Tüte gefüllt habe. Und das hält dann einfach am besten. Ich habe jetzt 3 Stück einfach hier auf diese Fläche geklebt. Und die Eier habe ich mir in so Tütchen gemacht, die es so zu kaufen gibt. Und dann ungefähr so auf die Größe gefaltet, dass das hier reinpasst. Bisschen auf die Glue Dots andrücken und dann gucken die hier nachher raus. So. Und damit das hier oben nicht so langweilig ist, habe ich da eine Bordüre hingeklebt. Die habe ich auch mit der Big Shot ausgestanzt. Das habe ich aber jetzt schon vorbereitet, damit das nicht so lang dauert. Das ist die Stanze, hier sieht man es ganz gut. Die heißt Bezaubernde Bordüren. Die hat mehrere solche Wellenbordüren, Zickzack. Und ich habe hier diese Welle genommen. Das sieht dann nachher so aus, wenn es durch die Big Shot ausgestanzt ist. Das klebe ich mir jetzt einfach hier oben an die Ecke. Da mache ich innen rein so ein bisschen Kleber. Am besten Flüssigkleber, dann hält es gut. Und dann drehe ich mir das rum und lege das auf diese Welle drauf. Und drücke es erstmal so ein bisschen an. Man hätte das natürlich vorher machen können, dann wären die Eier nicht im Weg. Aber im Video ist immer alles anders. Also ihr klebt am besten erst diese Welle an und dann macht ihr die Eier rein. So, aber es geht auch so. So, jetzt müssen die Eier wieder so ein bisschen nach unten, weil ich stanze hier oben jetzt gleich ein Loch. Dafür nehme ich die Crocodile. Die hat hier 2 Löcher, einmal ein kleines und da hinten ist das große. Ich nehme jetzt das große, damit auch mein Band da gut durchpasst. So, Eier wieder runter. Ich mache das jetzt mit Augenmaß. Ihr könnt das natürlich euch auch vorher anzeichnen, aber da bin ich einfach zu faul zu. Und bisher ist es auch immer ganz gut geworden. Einfach da so 2 Löcher rein und dann habe ich mir ein Schleifenband ausgesucht. Das schiebe ich jetzt von vorne in das erste Loch rein, hol's hinten raus und dann schiebe ich es wieder nach vorne. So, und wer will, kann jetzt hier eine wunderhübsche Schleife binden. Ich kann das überhaupt nicht. Deswegen zwackel ich mir jetzt hier so einen Knoten zurecht. Ich glaube, ich sollte mal so einen Schleifenbindekurs machen. Weil das kann ich überhaupt nicht. Jetzt ruft gerade mein Sohnemann. So. So sieht es dann aus. Und ich habe mir hier so kleine Tulpen ausgestanzt. Da gibt es auch Framelits für. Und ein passendes Stempelset. So sieht das Stempelset aus. Das heißt Backyard Basics. Das ist total süß, aber wird im Katalog immer übersehen. Schmetterling, Bienchen, Vögel, alles für Ostern dabei. Auch hier diese Blumen finde ich toll. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ist es eine Tulpe? Ich nenne es jetzt mal Tulpe. Ich habe die heute genommen. So, dann mache ich mir die Tulpe auf den Block. Und dann brauche ich ein Stück weißes Papier. Und ich habe mir die mit Markern angemalt, damit ich die zweifarbig hinbekomme. Und zwar nehmt ihr euch da diese längere Spitze und malt hier oben die Blüte an. Einfach nur so drüber streichen und den Rest unten mit Grün. Und dann wird das abgestempelt. Und dann habt ihr eine zweifarbige Tulpe. Und wer möchte, kann das auch noch anmalen. Also ich habe es hier versucht mal so ein bisschen anzumalen. Das habe ich auch mit den Markern gemacht und den Mischstiften. Das zeige ich euch aber mal in einem anderen Video.
Ja, das Ganze wird ausgestanzt mit den passenden Frames. Die zeige ich euch auch noch gerade. So sehen die aus. Das hier ist für die Blume. Das habe ich schon mal vorbereitet. Das Ganze sieht dann so aus. Das habe ich zweimal gemacht. Ich habe hinten drauf auch schon die Abstandshalter, die Dimensionals. Mit denen klebe ich das jetzt auf. Einfach hier so links an den Rand. Ein bisschen versetzt. Und dann kommt da noch ein Spruch dazu, frohe Ostern, da brauche ich auch wieder Flüsterweiß. Und das Stempelset, ein duftes Dutzend. Da ist nämlich der Spruch frohe Ostern drin. Ich stempel es heute mit Espresso. So, und dann stanze ich mir das noch aus. Und damit ich mir das nicht verwische, habe ich das auch schon vorbereitet und Dimensionals hinten drauf gemacht. Das habe ich jetzt hier unten aufgeklebt. Und weil Ostern ja auch immer so schön die Blumen blühen, stanze ich mir noch zwei rosane Blümchen aus. Die bringe ich noch so ein bisschen in Form, dann kann man die auch einfach so mit dem Pixer in der Hand ein bisschen drücken. Dann gehen die Blätter ein bisschen hoch und da mache ich mir noch einen Glitzerstein rein. Glitzerstein rein, reimt sich sogar. Na, komm her. Weil Glitzer ist ja eh immer gut. So, und dann kommen die auch wieder auf einen Klebepunkt. So. Einen noch dahin und dann habt dann süßes Ostertäschchen, was ihr zu Ostern verschenken könnt. Ich habe bei dem hier oben noch einen rosanen Streifen hin gemacht, aber das wollte ich mir im Video jetzt nicht antun, weil das wäre mit Sicherheit in die Hose gegangen. So, ja. Das sind übrigens Jelly Beans und das sind ja, so No-Name-Eier. Die sind eigentlich viel schöner, weil hier rosa drin ist, aber ich habe keine mehr gefunden. Deswegen mussten die herhalten. Ja, ich hoffe, euch hat meine Osteridee gefallen und ich wünsche euch schöne Ostern. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut!